Servus Wikinger, es gibt aktuell einen Glitch zum Reichwerden. Ihr könnt unendlich Silber holen. Solltet ihr auf jeden Fall tun, bevor es nicht mehr geht. Bleibt dran. Aktuell gibt es einen richtig geilen Silberglitch. Ihr kommt sehr schnell und einfach an Silber ran. Dadurch könnt ihr bei den ganzen Händlern alles leer kaufen und das lohnt sich extrem, denn ihr bekommt bei den Händlern die ganzen Aufwertmaterialien, Titan, Eisen, Leder und könnt dadurch natürlich eure Waffe, eure Rüstung sehr schnell auf Legendär ziehen. Das hat natürlich einen sehr großen Vorteil. Runen könnt ihr einkaufen, separat natürlich auch Waffen und haufenweise Tattoos, um euren Eivor eben nach Wahl zu designen. Und ihr solltet mal nicht vergessen, noch beim Pferdehändler vorbeizuschauen, denn dort könnt ihr natürlich auch euer Pferd verbessern. Aus Erfahrung kann ich euch sagen, ihr solltet so schnell wie möglich diesen Glitch ausnutzen und euch das Silber holen, um die Shops einfach leer zu kaufen, denn Glitches werden immer sehr schnell aus Spielen entfernt und dann dürft ihr das Silber wieder ewig farmen. Wie funktioniert der Glitch genau? Ihr seht es auch schon hier und zwar müsst ihr ein Trinkspiel gewinnen. Am Anfang werdet ihr gefragt, ob ihr Geld setzen möchtet. Ihr setzt direkt 200 Silber, gewinnt das Trinkspiel und als Belohnung, weil ihr gewonnen habt, bekommt ihr 400 Silber zurück. Ihr könnt dann die Person direkt nochmal ansprechen und wieder 200 Silber setzen, gewinnt das Spiel und ihr bekommt 400 zurück und das geht so lange, bis ihr eben keinen Bock mehr habt und dann unendlich Silber besitzt. Das Besondere an diesem Glitch ist, dass es nur bei dieser einen Person geht. Ich habe andere Trinkwetten ausprobiert und da geht es nur ein einziges Mal und genau bei dieser Person geht es eben die ganze Zeit. Und ihr könnt es auch direkt am Anfang machen, ihr müsst nur eure Siedlung gebaut haben und könnt direkt losstarten. Wo befindet sich diese Person? Und zwar im allerersten Anfangsgebiet. Kann man direkt eigentlich hin, ihr seht es hier auch auf der Karte, hier ist der Wegschrein, wenn wir einen Tick weiter runter gehen, ist hier unsere Siedlung, wieder nach oben, hier müsst ihr hin, einfach zu dieser Schnellreise und hier oben ist diese Person und da könnt ihr die ganze Zeit Trinkwetten abschließen und bekommt unendlich Silber. Noch eine sehr wichtige Info, falls bei euch dieser Glitch nicht mehr geht, gibt es auch noch genügend andere Trinkwetten zum Abschließen, sind eigentlich überall in größeren Städten vorhanden und dann könnt ihr halt immer in die einzelnen Städte reisen und dort immer eben 200 Silber abholen und separat wetten. Bei dem einen geht es unendlich oft, aber ich denke, irgendwann wird es natürlich auch gepatcht sein und es gibt auch noch eine zweite Aktivität, wo ihr sehr schnell an Silber rankommen könnt, falls der Glitch nicht mehr funktioniert und zwar gibt es auf der Karte immer wieder diese Rap-Battles, die gehen ebenfalls nur einmal, aber dort gewinnt ihr dann auch immer 200 Silber und könnt euch auch so nochmal separat Geld oder Silber eher gesagt erfarmen. Mein Kollege Fragnard hat auch nochmal ein separates Video gemacht, was es noch für andere Möglichkeiten gibt, schnell an Silber ranzukommen. Könnt ihr gerne abchecken, Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Falls ihr so welche Valhalla-Videos nicht verpassen möchtet, solltet ihr überlegen, ob ihr nicht ein Abo da lasst. Die besten Waffenvideos kommen auch demnächst raus. Wird eine richtig geile Valhalla-Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich noch über einen Daumen freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.